Gas. So, für die 18 PS, wir haben wieder Glück gehabt. Das Schöne ist ja, dass wir mit runter die Einzelnen mit den Helm haben. Wir können mal gleich an den Fahrt ran. Und dann geht's nochmal gleich ab. Ja, hallo Freunde und auch nochmal von meiner Seite aus herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier nämlich im Off und nicht live im Go-Kart. Ich will ja mal ganz gerne noch ein bisschen zu Wort kommen, weil ich weiß, mein Mikrofon ist immer nicht so prickelnd und nicht so geil, besonders eigentlich ist das ganz in Ordnung für ein Einstiegsmodell, aber im Helm integriert, naja. Ich habe mir jetzt ein neues Mikrofon bestellt, leider werdet ihr es in den nächsten ein bis zwei Videos auch nicht sehen können, aber ich denke mal bei dem allerersten Einspieler, wo ich mich mal wieder mit meinem Gesicht hier im Wohnzimmer bei euch melde und wenn dann beim übernächsten Mal. Ich bin jetzt schon einmal Go-Kart gefahren, darauf will ich euch schon mal vorbereiten. Das kommt in den nächsten Tagen, denn ich will mich für mein großes Rennen oder für unser großes Rennen ein bisschen vorbereiten und bin quasi 30 bis 40 Runden an Stück gefahren und habe versucht, so gut es geht, fast immer dazu was zu kommentieren. Das auch in einer ruhigen Art, also auch in der Hoffnung, dass dementsprechend die Audioqualität ein Ticken besser ist. Aber wie gesagt, ist dem geschuldet. Der Motorsound im Hintergrund, das macht dem billigen Mikrofon zu schaffen. Dann will ich das Ganze ein bisschen mixen, damit ihr mich einigermaßen versteht und dadurch klingt das so, wie es einfach klingt. Also von daher, ich bin auf alle Fälle gespannt. Hat auch Noise Cancelling, also da bin ich mal wirklich gespannt, wie weit sich das halt wirklich beim Go-Kart-Fahren macht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Kurz kleines, knackiges Video, einfach mal ein paar kleine schöne Highlights, die ich so ein bisschen kommentiere, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Und am Ende des Tages einfach so, wie es beim Go-Kart-Fahren sein soll, richtig viel Spaß haben. Wie gesagt, ein größeres Video bzw. ein neues Video kommt nächste Woche. Da gehen wir ein bisschen mehr aufs Thema ein, wie ich überhole. Ich habe sehr viel geübt zu überholen und was so ein bisschen, ich meine mal sozusagen, mein Gedankengut ist zu Amateurfahrern, der ich ja auch eigentlich bin. Aber inwieweit macht es vielleicht für manche Leute Sinn, die das allererste Mal fahren, aber sich sofort ein 18 PS annehmen? Wie weit spielt Angst und Mut da eine Rolle und Vermögen und Unvermögen? Das aber alles mal im nächsten Video. Jetzt einfach mal viel Spaß. Ja, ist mehr Rutschen, mit merken sofort. Mega viel Glück hat mich heute wieder mal auch nicht. Jetzt haben wir auch hingestellt. Heute ist es so heiß da, schlechte Temperatur heiß. Aber es waren heute nicht so viele. Wir sind immer so 4, 8 Leute. Aber so weit, ja, wir rutschen sehr viel. War mir auch sehr riskant gewesen, aber von hier aus. Aber ihr wird ja mal da. Ja, da muss ich doch mal so ein bisschen gucken. Auch an deiner Stelle, er wird jetzt eine ganz nette Linie haben. Aber da haben wir schön reingerannt. Deswegen meine ich, der ganz nette Linie, ein bisschen Schwung mit, ein bisschen Geschwindigkeit. Und da können wir reinschenken. Oder irgendeine Dame. Kann man sagen, vielleicht ein bisschen umschauen. Und dann passt es schon. Ich stehe jetzt hier an. Ja, der letzte Crash war ein Ticken zu viel, weil er geil gewesen. Ah, der war schon mal schön gewesen, ein bisschen Spitzzeug gefällt mir besser. Nur so ein bisschen gucken, falls jemand hinter uns ist. Und den rechten Schnitt,
den könnten wir nehmen, um im Auto zu versetzen. Das sehen wir gleich nochmal. Wir machen einen kleinen Sprung versetzt und dann können wir die Kurve nehmen. Und jetzt hier wieder. Vollgas! Und der rechts führt. Den mit dem, der versetzt ja automatisch. Eine Runde haben wir noch. Sind wir beim nächsten Mal voll. Alles oder nichts. Wir haben schon noch ein bisschen größer. So. Rechts geht voll und da nächsten Mal vielleicht mal. Mal gucken. Wenn das Versetzen geht. Ja. So, heute stand noch ein bisschen weiter hinten, weil ich mir dachte, der Fanny ist ja extrem schnell. Der fährt fast die gleichen Zeiten wie ich, aber auch generell will ich mich hier noch ein bisschen vorarbeiten. Dann gucken wir einfach mal. Ey, der Fanny war der, der müsste sehr ängstlich ist. Aber das ist ja Motivation, da brauchen wir ein bisschen zu quatschen, falls er jemand überholt. Jemand überholen, wie wir es angehen. So als Leier einfach. Also ich bin vorne 1,18 abgefahren. Fahren, Alter, ganz rum. Alter, meine Eier haben wehgetan, ey. Einfach ein Jump! Und ich krieg den Hell dafür. Meine Herren, so, weiter geht's! 1,18,8 ist fast eine Sekunde langsamer als der letzten Woche. Ich hab so das Gefühl, es ist einfach zu wenig Glück auf der Strecke. Wir sind weniger Fahrer. Die Streckentemperaturen sind sehr heiß. So. Kann ich mal einen ersten dunklen Schirm? Wie gesagt, heute geht es nicht unbedingt jetzt darum, es jetzt reinzufahren. Da komme ich heute nicht mehr ran. Aber ich bin immer nur da. So, mal gucken. Komm nicht mehr ran. Also ganz wichtig, machen wir hier ein bisschen auf. Wenn die mitarbeiten. Boah, die sehen nicht das. Ah, es ist ja alles schön. Ja, heute ist schwierig, heute ist viel zu schwierig. Ah, du bist geil. Bitte zweit einfach. So, ihr müsst da auch die letzte Kurve kriegen. Hoffe ich, glaube ich.
schnell, der geht schnell. Hä? 46, 30. So, bisschen aufpassen. Sind wir da auch mal so ein bisschen die Probleme? Wenn du Neulinge hast, die sind wirklich überall total langsam. Ich habe ja schon eine Luft, die geht ja voll. Aber eben sind die sie voll. Die Einzelrolle kriegen wir noch hin. So, da hätte ich ja nichts erzählen. Das Wetter, die müssen nicht gucken, sollen die Arme wieder rein? Nee, nee, nee. Ja, ja, nee. Ja, ich denke mal eine 1,90, wenn überhaupt. Aber, richtig schöne Rollmanöver dabei. Ein schöner Sprung. Das war alles schon sehr lustig. Alles heute auch weiter hinten mal starten. Wird so ein bisschen drin sein. Was auch sein kann, wir bin ich jetzt so ganz easy angefahren, dass ich einfach zu viel gepusht habe. Hinaus. Ich hatte vorher mal schön gewesen. Wir haben einen schönen Tag in Niedersdorf. Meine Idee und Herren, und macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüssi, Gott dir. Dankeschön. Ja, wieder weiter. Jo.